Ich hoffe, dass auch du deine kurze Putts über die Winterzeit in Europa trainieren konntest. Es lohnt sich auf jeden Fall, diese kurze Putts ist so, so wichtig. Es macht den Rest des Spiels so viel leichter, wenn man weiß, dass man von 1,5 Meter in der Regel lochen kann. Aber es ist eine Sache, hier auf einer Matte in ziemlich perfekten Bedingungen zu lochen, als auf dem Platz in einem Anfängerturnier bei dem Druck, den Ball lochen zu müssen. So, ich war heute auf dem Platz und ich habe einen mentalen Tipp nur für dich gezeigt, wie du wirklich mit Erfolg mit dieser Drucksituation gut umgehen kannst und dann auch lochen kannst. So, ich freue mich, dass du dieses Video jetzt sehen wirst. Ich denke, es wird dir gefallen und ja, viel Spaß dabei danach beim Umsetzen. So, ich zeige dir, wie ich das tue und diesen Tipp verwende ich auch immer, wenn ich auf dem Golfplatz bin. So, ich fange an mit dem Lesen, das mache ich sorgfältig, da ist etwas höher. Das ist ein halber Ballbreak. Linke Kante wird passen hier. Ich habe ein, zwei Gedanken über meine Technik und über die Geschwindigkeit. Wie doll sollte ich putten? Okay, ich bin damit zufrieden. Jetzt gehe ich zum Ball. Ich richte mein Blatt zum Ziel aus. Das ist die Kante. Okay, das habe ich super gemacht. Alles passt bis jetzt. Aber jetzt kommt es. Statt das kleine Loch zu sehen, sehe ich ein riesiges Loch voll Wasser. Ich weiß nicht warum Wasser, aber das hilft mir. Und das Ding ist, es ist groß. Ich kann den Ball nur einlochen. Das ist meine Vorstellung. Und jetzt, ohne Druck und Stress, meine Arme, Schulter und Hände sind ganz locker. Gucke ich noch einmal zum Punkt, stelle mir noch einmal dieses riesige Loch vor und ich mache einen richtig entspannten, schönen Putt.